Okay. So, wie kann ich denn noch mal? Ah. Ach, mit Y war das, ne? Genau. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ein Weber, richtig. Dr. Yu. Oh. Hallo, Chamber Dr. Yu. under constant observation. Keep containment door secure at all times. Always review your psych scope. Okay. Ja, hi. So, können wir jetzt mit dir reden? Es ist so laut. Scan-Vorgang läuft. Psychoaktives Potenzial laut Neuralmuster auf oder nahe Höchstwert. Gut. Moment, ich schau mal eben, wo wir hier rein. Okay, ich versuch's mal hier durch. Du hast du Scheiße, wo kommst du her? Geh weg! Geh weg! Brennst übrigens. Warte, lass mich dich löschen. Okay, da ist noch einer. Sonst noch einer. Stell mir nicht im Weg rum. So. Ja, ne, ich gehe mal hier lang, ne? Kann ja nicht schaden. Ja, klar. Ah. Wir sollten das. Hallo, Dr. Yu. Ja, hallo. Psychoskop tragen wurde uns nahegelegt. Wie rüste ich die denn nochmal aus? Warte. Ja, ich habe keine Ahnung mehr. Nee, das war nicht. Den hier. Das war schlau. So. Die Waffenkammer. Ja, ein Traum. Eine Neuromod, eine Glukanone, Munition und Damien Lynn. Ups. Eine Schrotflinte. Nice. Schrotflinte. Benutze. Ja, kennen wir ja schon. Schallgedämpfte Pistolenfabrikatoren planen. Schrotflintenpatronen. Genau. Nice. Wo sind wir? Wir sind hier. Ach, ich bin auch doof. Wir haben die Morgrave. Und wir haben eine Schrotflinte. Lass mich mal die Werte vergleichen. Feuerkraft 49, 53. Wir bleiben auf jeden Fall bei dieser hier. Munitionskapazität. Die wird auf jeden Fall verschrottet. Genau wie das gute Stück hier. Wir haben zwei Waffen-Upgrades. Was könnten wir denn mal upgraden? Die Glukanone oder den Otto hier? Ja, die kann ich nicht upgraden. Die Glukanone könnte ich mal. Bewegungsgeschwindigkeit, effektive Reichweite, Nachladungsgeschwindigkeit, Feuerkraft vielleicht, aber auch den. So. Ach ja, ich brauche ja Waffenschmied 1. Ja. Dann machen wir mal den Rückstoß. Vermindern wir. Yes. Und die Nachladegeschwindigkeit. Sehr schön. Okay. So, ein bisschen aufräumen hier. Neuromods habe ich zwei. Effektivität, bla. Das, Verwandeln und Telepathie. Techniker.
Ja, wir können halt entweder hier komplett zum Alien verwandeln oder wir machen auf diesem Wege hier weiter. Da brauche ich 4 Stück, um mehr Inventarplatz freizuschalten. Okay, dann sammeln wir noch ein paar Neuromods. Oh, wer bist du denn? Ein Geschütz. Können ja nicht schaden, ne? Ach so. Sendefehlerprotokoll. Wo bin ich denn jetzt? Na, dann komm mal mit. So. Du wirst jetzt hier geparkt. Nee, du wirst hier geparkt. Hallo. Ach so, da haben wir schon einen von. Alles klar. Die lasse ich trotzdem auf. Hören Sie mal. Was? Forschung abgeschlossen. Homo sapiens. Okay. Ja. Ach so. Wer sind denn Sie? Ja, ich bin's. Ich bin You. Hi. I'm You. Kommen Sie näher. Hallo? Jemand da? Nein? Sauerstoffflasche tragen. Ja, Vitalwerte sehen gut aus. Ja, leichter Ausschlag. Ah, würde ich mal zum Arzt mitgehen mit dem Hautausschlag hier. So, wen haben wir denn hier? Christine Lloyd. Die hat ein Transcribe. Sehr gut. Ich will ja nicht nerven, aber wann kümmern Sie sich um diesen Durchbruch? Ich bin gerade dorthin unterwegs. Was ist da wohl geschehen? Schwer zu sagen, ich muss mir das anschauen. Vielleicht haben Mikrometeoriten ein Loch hineingeschlagen. Selten, aber kommt vor. Okay, gut. Hoffentlich ist es nur das. Verschweigen Sie mir etwas? Nein, natürlich nicht. Aber in diesem Lagerraum befindet sich geheimes, exotisches Material. Wir brauchen da Zugang. Aha. Ich verstehe. Was ist denn hier? Hier bewegt sich alles. Okay, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sich gerade so ein bisschen die Farben verändert haben, ne? Local Lockdown in Effect. Wo kommen wir da hin? Okay, wir haben Materialgewinnung. Warte mal. Hi. Was in der Waffenkammer gefunden? Jo. Hätte Ihnen den Code ja gegeben, aber Sie brauchen ihn wohl nicht. Nö, nö. Wäre trotzdem nett, wenn Sie mich hier rauslassen. Warum? Ich heiße Aaron. Aaron Ingram. Ah, Ihr jetzt ist habt auch. hier ganz schön Scheiße gebaut, was? Oh. Wie auch immer. Ich weiß nicht, sollen wir den freilassen? Weißt du, der muss ja aus einem gewissen Grund eingesperrt sein. Hürza. Hier hinter ist der Weber, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Da ist der Weber Mein Leben drin. ist kein roten Heller wert, aber das hier hat niemand verdient. Ja, schon klar, aber Ich war mal ein Priester, wussten Sie das? Nein. Naja, in Ausbildung, bis ich so. ins Kittchen kam. Ah ja. Siehe, er hat Böses im Sinn. Mit Unglück ist er schwanger und wird Lüge gebären. Erinnert Sie das an jemanden? Nö. An meinen Bruder vielleicht? Kein Grund, mich weiter hier eingesperrt zu Ja, ja, lassen. ja. Jetzt halt doch mal die Klappe. So, Volontärdatensatz. Vorstrafenregister von Volontärtestsubjekt V09065513 zur Ansicht freigegeben. Das ist hier der gute Aaron da oben. Drücken Sie Datensatz anfordern, um die Verdammt Daten nochmal, lassen anzusehen. Sie mich schon raus! Ja, immer mit der Ruhe, du rennst mir nicht weg. Moment, ich gehe jetzt erstmal nochmal raus. Was liegt denn da? Leitfaden zur Extraktion Die anderen exotischen waren Materie. hauptsächlich Russen. Ja. Spreche etwas Russisch. Bin aber nicht von dort. Ach Oh, so. Überraschung, ich weiß. Mann, Mann, Mann. So. Informationen zu Volontär. Volontär-ID. Blablabla. Name ist Aaron, sowieso geboren am 23.05.99. Geschlecht männlich. Rasse weiß. Aufnahmedatum 11.03.2033. Einrichtung Lager 17 Sibirien. Informationen zu Vorgehen.
Menschenhandel, Entführung, versuchte Anstiftung Minderjähriger, Verbreitung von Betäubungsmitteln, Betrug. Ja, sieh mal einer an. Hey, was lesen Sie da? Meine Akte oder was? Yep. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter, das ist ein Haufen Lügen, damit sie schneller aufs Knöpfchen drücken. Yep. Okay, gut, ehrlich gesagt. Manches ist wahrscheinlich wahr. Hab früher schon Mist gebaut. Aber das habe ich nicht verdient. Kommen Sie, machen Sie auf. Menschenhandel? Na, ich weiß ja nicht, ob das so okay ist. Ich habe die Kinder nicht angerührt. Hab ihnen nur aus der Patsche geholfen, mehr nicht. Na den klar. Den echten Kriminellen. Denen hat's nicht gefallen, dass ich ihren Schotter abgeräumt habe. Die haben ihre Krallen tief in der Regierung. Haben mich ins Gulag verfrachten lassen. Und jetzt bin ich hier. Ja. So, wir könnten jetzt hier... Wir müssen nur die Tür aufmachen. Ach, halt die Klappe. Den Mimik entnehmen. Hey, wow, Moment! Was zur Hölle machen Sie da? Sieh es dir genau an. Sieh ihn dir genau an. Was macht denn das Ding da drüben? Das Ding. Boah, Zwickmühle. Soll ich ihn freilassen oder nicht? Ich bin ja nicht so dafür, Menschen zu foltern. Hören Sie auf, bitte! Was hat er nochmal gemacht? Menschenhandel, Entführung, versuchte Anstiftung Minderjähriger, Verbreitung von Betäubungsmitteln und Betrug. Menschenhandel und Entführung ist schon harter Tobak. Das andere... Hoppla. Ja, Verbreitung von Betäubungsmitteln, gut. Ja, Betrug... Ja, kommt jetzt drauf an, was, ne? Hat nicht jeder schon mal irgendwen betrogen? Und versuchte Anstiftung Minderjähriger? Was soll ich mir... Minderjähriger, was soll ich mir darunter vorstellen? Wozu hat er sie angestiftet? Ist das schwierig. Verdammt, Sie könnten ja ruhig ein bisschen Mitleid haben, Sie kranke Pissnecke! Das sagt der, der Kinder oder Menschen entführt und damit handelt. Ich kenne das, wenn man zu weit geht. Es gibt kein Zurück mehr. Ja, ist richtig. Weißt du was? Ich speichere mal. Und setze den Mimik frei. Nur mal sehen, was passiert. Verdammt! Ich hab doch gesagt, sie soll aufhören! Verdammte Scheiße! Alter! Die Menschen neigen dazu, Dingen, die sie nicht verstehen, menschliche What? Eigenschaften zuzuschreiben. Die Typhen töten uns ohne zu zögern. Aber nicht, weil sie böse sind. Sie können nicht anders. Weißt du, was wir entdeckt haben? Sie besitzen keine Spiegelneuronen. Trotz ihrer wundervollen Fähigkeiten können wir etwas, was sie nicht können. Mitgefühl für ein leidendes Lebewesen empfinden. Ja, da hast du recht. Morgan, haben Sie überhaupt gezögert? Ja. Er war sicherlich kein guter Mensch, aber hätten Sie unter Umständen auch anders handeln können? Die Typhen können nur töten und zerstören, aber... Sie sind ein Mensch. Sie haben eine Wahl. Ich habe zu viel Alien-DNA im Blut. Ich kann nicht anders. Nein, ich starte ja gleich nochmal neu. Wollt ihr nur mal wissen, was passiert. So, exotisches. Okay. Alles klar, ich verstehe. Wir können ihn opfern, um an mehr Material zu kommen. Ja. Wir können ihn aber auch leben lassen, bekommen dann nur ein Material. Ich meine, Material hätten wir ja eigentlich genug, ne? Exotisches Material. Alter. Die Wahrheit ist
unangenehm. Jede von Transtar produzierte Neuromod enthält aus Mimics gewonnenes exotisches Material. Wenn Sie aufgepasst haben, wissen Sie, wie Mimics hergestellt werden. Ja. Sie duplizieren sich, indem sie andere töten. Ich werde aber laden und ihn am Leben lassen. Das, den einfach nur umzubringen, um an mehr Material dran zu kommen, da wären wir keinen Deut besser wie er. Deswegen, laden wir. Ein bisschen Angst einjagen dürfen wir ihm ja schon, ne? Das haben wir ja gemacht. Er war sicherlich kein guter Mensch, aber... Scheiße! Hätten Sie... Na, nicht speichern. Hier. Oder was hier? Ja. Nein, das war nicht hier. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Geschütz. Ich will das blöde Geschütz nicht. Mann. Dann muss es das hier gewesen sein. Ja, genau. Den Speicherpunkt wollte ich haben. Gut, wir haben ihm Angst gemacht. Eingeschüchtert zumindest. Lassen ihn aber frei. Vielleicht kann er uns noch nützlich sein. Er kriegt jetzt eine zweite Chance von mir. Wenn er sie ergreift. Aber auch Zeit. Endlich ein bisschen Menschlichkeit. Ja. Ja, komm mal raus, Großer. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Hey, Aaron. Okay, mit dem kann ich leider nicht reden. So. Ah, und jetzt kommen wir an gar kein, Material heran. Okay. Kommen wir die Tür... Kommen wir rein? Wir kommen hier rein. Okay. Hallo. Vielleicht... Kann ich die Tür nicht doch wieder schließen? Also verriegeln hiermit? Türsteuerung. Tür öffnen. Ne, Tür schließen geht nicht. Gut. Es gibt kein Material, aber eine zweite Chance für Aaron. Was, finde ich, mehr wert ist. Wir können nur leider nicht mit ihm reden. Doof. So. Dann werden wir jetzt mal hier reingehen. Das müsste, glaube ich... Ups. Ist es hier? Ich schau mal. Warte mal. Wo kommen wir denn hier lang? Toll. Ja. Großartigst. Da müssen wir jetzt hier rechts. Dann gehen wir nicht rechts. Kommen wir nicht rein. Okay. Dann gehen wir doch hier lang. Gehen, können wir auch nicht? Warum nicht? Hallo Aaron? Ach, Aaron ist da hinten. Was geschieht da drin? Ich komme nicht rein. Und, das Bild wird dunkler, wenn ich mich dem nähere. Christine habe ich schon ausgeräumt. Wir kommen nicht rein. Nicht von hier. Okay. Ups. Ja, so. Die Waffenkammer, da brauchen wir nicht mehr hin. Ach, jetzt können wir... Hä? Jetzt können wir mit ihm reden? Okay. Hallo, Aaron. Eine Menge Zeug hier drin. Vielleicht eine Extrapistole? Nein.
Er war sicherlich kein guter Mensch. Aber sie haben ihn trotzdem befreit. Mich würde interessieren, ob das Mitgefühl war oder sie ein anderes Motiv hatten. Ich kann nur meinen Anweisungen entsprechend handeln. Die Typhon können nur töten und zerstören. Aber sie sind ein Mensch. Sie haben eine Wahl. Ja. Ach, hier ist noch was drin. Guck mal, die Schränke habe ich gar nicht gelootet. Ja, war es Mitgefühl? Ich weiß nicht. Ja, schon so ein bisschen, ne? Ich meine, wir sind hier alleine, er ist alleine. Warum soll man ihm nicht eine zweite Chance geben? Wenn Sie Kerlen in grünen Overalls über den Weg laufen, dann verpissen Sie sich. Die sind nicht so nett wie ich. Oh nein. Nee, ja, bist ja ein ganz großer. So. Wir gehen mal eben wieder zurück. Zum, Dr. Hughes. Ja, Tag auch. Boah, ist das laut hier drin. Wo war denn... Da hinten ist der Recycler. Gehen wir eben den ganzen Kram recyceln. Bevor wir jetzt noch neuen Kram mitnehmen. Weil wir haben ja nicht so viel... So. Ja, ja. Die Glukanone kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das brauche ich noch. Das kann weg. Und der Schrott kann da auch rein. So. Na dann. Oh, das sieht schon gut aus. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz für den ganzen Kleinkram. Ich bin gespannt. Physoskop kalibriert. Wunderbar. Ach ne, da. Dort. Achso, schon leer. So. Da haben wir auch schon wieder direkt den nächsten Kram zum Einsammeln. Wo ist denn hier hin? Ach, nirgendwo ist nur ein Verteilerkasten, alles klar. Okay, der hat nicht überlebt. Das habe ich befürchtet. Die Wissenschaftler arbeiteten gerade an etwas, als sie starben. Der Zugang zu den Guts ist gesperrt, wenn Experimente laufen. Sicherheitsprotokoll. Sie müssen beenden, was die begonnen haben. Okay. In den 60ern und 70ern versuchten die ersten Forschungsteams mit den Typhon zu kommunizieren. Aber das war unmöglich. Ihre Zerebralstrukturen sind hochentwickelt und zweckhaft, aber irgendwie unzugänglich. Sie haben keine eigene Sprache. Sie scheinen uns nicht einmal zu sehen. Also nicht so, wie wir uns sehen. Ich sage zwar wir, aber natürlich bin ich keine Person. Nicht so wie Sie. Okay. Untersuchung im Gange. Lokale Verriegelung bis zum Ende der Prozedur aktiviert. Ja, soweit wissen wir, ja. So, was ist denn das hier? Temposcan. Ein Chipsatz. Du hast einen Chipsatz, okay. Temposcan. Verringert die benötigte Zeit, um einen Scan abzuschließen. Ja, her damit. Klar, warum nicht? Ich komme. Ruby Stone. Psychoskop-Fabrikatorplan. Ach, sehr geil. Liegt denn noch so hier rum? Sonst ist hier gar nicht so viel noch. Hier die beiden Dinger da in Gelee. Wir hätten noch... Operator Dispenser können wir auch nicht erstellen. Na dann. Information. Laborvorgang Phantom Genesis. Experiment ID Untersuchungsreihe TG5013. Bitte stellen Sie sicher, dass sich in der Eindämmungszelle ein toter Körper befindet. Aktivieren Sie die Psychoskope, bevor der Eindämmungszylinder geöffnet wird. Okay. Psychoskop ist aktiviert. Wir können keine Stoffwechselanalytik vorführen, keinen diagnostischen Ultraschall und kein... Moment, kann nichts lesen hier. Magnet...
Magnetresonanztomographie. Magnetresonanztomographie. Ach, Alter, ernsthaft jetzt. Ja. Magnetresonanztomographie können wir auch nicht machen. So. Untersuchungsraumsteuerung. Achtung. Vor der Durchführung der von Experimenten. Psychoskop aktivieren. Dann machen wir das mal. Eindämmungsschild. Öffnen. Ja, mit F.